So, das ist jetzt das vierte Video. Es schaut also auch die ersten drei Videos natürlich, ne? Ja, ich hatte ja gerade erklärt, dass es noch nie einen Sozialismus, Kommunismus und keine Planwirtschaft jemals gegeben hat, sondern nur Verbrecher, Räuber und Diebe und Mörder, die nichts anderes wollten, als die alten Milliardärskönige zu töten und selber dann als Tyrannen und Diktatoren, also erstens mal diese Milliardärskönige zu berauben, Raubmord zu begehen, sie umzubringen, sie zu berauben, als Diebe ihnen alles wegzunehmen und sie sozusagen als Diktatoren und Tyrannen sozusagen die Menschen dann auszubeuten, die ihnen nachgelaufen sind, weil sie ihnen versprochen haben, sie würden einen Kommunismus einführen, einen Sozialismus einführen. In Wirklichkeit waren es nur Verbrecher, die Leute belogen haben und die als nützliche Idioten die Massen genutzt haben. Und also das müssen wir uns ganz klar sein. Also alles sozusagen, was so gewaltsame Revolution und so weiter, das sind einfach nur linksextremistische Verbrecher, ne? Und das ist aber nicht gefährlich, weil das durchschauen die Leute. Darauf wird nie wieder jemand reinfallen, ne? So, dann schauen wir weiter. Also, Markus Krall, sein nächster Fehler ist, dass er Subventionen so verteufelt, ja? Er will ja also den Leuten auch das Wahlrecht entziehen, wenn sie Subventionen annehmen. Oder die Leute haben, die kriegen die Wahlfreiheit, ganz korrekt gesagt. Dr. Markus Krall möchte den Leuten die Wahlfreiheit geben. Entweder du also verzichte auf Subventionen, dann hast du volles Wahlrecht, aktiv und passiv. Oder du willst Subventionen, ja, dann tut mir leid, dann ist das Wahlrecht futsch, ne, für die nächste Zeit. So, und aber was ist hier, schauen wir es uns an wissenschaftlich, was ist mit, wenn ein anderer Staat hier zum Beispiel, wenn wir keine Subventionen machen würden, also nehmen wir mal an hier, wir machen keine Subventionen, aber ein anderer Staat, andere Staaten betreiben aktives Preisdumping, zum Beispiel beim Stahl, verkaufen den Stahl unter Herstellungspreis, weit unter Herstellungspreis, zum Beispiel China könnte ja sowas tun, weit unter Herstellungspreis Stahl verkaufen, dann gehen die deutschen Firmen ohne Subventionen, gehen die dann kaputt, weil alle nur noch chinesischen Stahl kaufen. Und wenn dann alle Firmen in Deutschland kaputt sind, dann und die Deutschen den Stahl aus China beziehen müssen, dann schreiben die Chinesen den Preis hoch. Zum Beispiel. Und dagegen muss man mit Schutz, natürlich auch mit Strafzöllen und so weiter, aber Strafzölle nützen ja nur innerhalb Deutschland etwas. Für den Weltmarkt sind die bedeutungslos, denn dann kaufen die anderen Staaten ja trotzdem noch weiter bei China. Es sei denn, die anderen machen auch alle Strafzölle. Aber das wird wahrscheinlich nicht geschehen, vermute ich mal. Denn nicht alle, nicht alle stellen selber Stahl her und so weiter. Also muss Deutschland die Stahlwerke subventionieren, wenn es nicht am Ende... Stellen wir uns vor, Situation eines Krieges und Deutschland hätte keine eigenen Stahlwerke mehr, nur weil wir die Subventionen verteufelt haben. Also so einfach ist es nicht. Ja, natürlich wäre es schön, wenn man auf Subventionen ganz verzichten könnte, aber es kann eben auch gute Gründe eventuell geben. Oder sieht das jemand anders, dass es gar keinen Grund geben kann, warum Subventionen jemals stattfinden können? Ja. Also sozusagen das Beispiel ist der Staat, der also sozusagen ganz ohne Subventionen auskommen würde, der würde eher kaputt gehen. Also würde Dr. Markus Krall redet also auch einer Zerstörung Deutschlands das Wort mit seiner Aversion gegen jegliche Form der Subvention. Ne?
So, dann schauen wir mal weiter. Dann geht es bei ihm weiter. Das Waffentragen. Er will also ja, dass er erzählt ja so schön, dass es eben keinerlei Straftaten in einer Stadt in den USA gibt, wo jeder seriöse, also gesunde und ehrliche Bürger sozusagen nur bewaffnet rausgehen darf, und da finden natürlich keine Straftaten statt. Aber was das kostet, was es kostet und was für ein Aufwand es ist, ständig Schießübungen zu machen, was dann auch vorgeschrieben wäre und so weiter, das ist doch einfach unnötiger Aufwand, ist doch alles gar nicht nötig, denn schauen wir es uns mal an, die Reform des Rechtssystems der zweiten Scientists for Future 2, ja? Die werden also so vorgehen, dass also zum Beispiel, nehmen wir es mal dazu, wo ist es? Zum Beispiel die Sicherheitsgefühl-Notenwahlstimme ergänzt die Wohlfühl-Notenwahlstimme. Dann hätten wir also doch nicht nur eine neue Wahlstimme, sondern noch eine Unterwahlstimme, 1b noch die Sicherheitsgefühl-Notenwahlstimme käme noch dazu, ja. Und dann, wenn wir das wollen, und dann ist es so, dass jeder Polizist, Staatsanwalt und Richter nur noch dann gut verdient und befördert wird und so weiter und Ausbilder anderer wird, wenn die in dem, da werden Zuständigkeiten hergestellt, und wenn dann ich zum Beispiel in einem Polizeibezirk wohne und ich also ein schlechtes Sicherheitsgefühl Noten abgebe, dann werden diese gesamte Mannschaft, die für mich zuständig ist, sozusagen, wird eher schlechtere Erfolge bekommen und schlechter bezahlt werden, keine Boni bekommen und so weiter, während die andere Art Polizei, aus die ganze andere Staffel aus Richtern und also auf jeden Fall werden da Zuständigkeiten hergestellt, dann wechseln die Bezirke auch und so weiter. Es wird Vergleichbarkeit, statistische Auswertbarkeit erzeugt und so weiter mit allen statistischen Tricks und allen Abwechslungen, und mal ist ein Richter für den Bezirk zuständig, dann mal für den Bezirk zuständig, sodass man dann genau feststellen kann, welcher Richter verbessert nicht nur meine Wohlfühlnote, sondern auch meine Sicherheitsgefühl. Note sozusagen, und welcher verschlechtert sie. Und so wird unser Rechtssystem tausendfach effektiver, als es jetzt ist. Es wird nicht mehr Täterschutz vor Opferschutz praktizieren, sondern wird Opferschutz vor Täterschutz praktizieren. Und wir werden eine ganz andere Polizei bekommen. Täter werden praktisch nirgends mehr durchkommen sozusagen, und wir werden sozusagen kaum noch Straftaten haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ich bin ja schon hier, und da wir auf der anderen Seite ja dann wieder die Menschen wieder glücklich leben dürfen durch die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, durch die Beendigung des Raubtierkapitalismus sozusagen, durch den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft in die neue Wirtschaftsordnung, in eine neue Gesellschaftsform, dann da werden dann sozusagen die Menschen wieder in liebevollen Kommunen leben, die Händler werden uns nicht mehr das Liebesleben zerstören, die Menschen werden wieder eingebunden sein in liebevolle Kommunen, und wer in einer eingebunden ist in einer liebevollen Kommune, der wird keine Straftaten mehr begehen. Und die Milliardärskönige, die ja dann auch eingebunden sind in die Kommunen, die werden ihren Reichtümer an ihre geliebten Frauen und Kinder ihrer Kommune verschenken und so weiter, und dann sind die Probleme gelöst, sind alle Probleme gelöst, auch das Problem der Kriminalität, denn die Kriminalität war ein Kunstprodukt, das erst durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall erst erzeugt wurde.
Also Kriminalität ist etwas, das durch die freie soziale Marktwirtschaft erzeugt und gefördert wird. Ja? Unser jetziges Rechtssystem ist täterfreundlich, weil damit dann mehr Karriere zu machen ist, weil nämlich keine Sicherheitsgefühlnoten gemessen erhoben werden und deswegen auch die Leistung der Polizisten nicht gemessen werden kann. Und je schlechter die Polizisten arbeiten im jetzigen System, in der freien sozialen Marktwirtschaft, je schlechter die Polizisten arbeiten, desto größere Chancen haben sie, die Vorgesetzte neuer Polizisten zu werden, denn die Bürger bewilligen nur dann neue Polizistenstellen, wenn so viel los ist und so viel Ärger ist und so viel Kriminalität stattfindet, dass sie sich nicht genügend geschützt fühlen. Also je ineffizienter die Polizei arbeitet, desto mehr Karrieremöglichkeiten eröffnen sich den Polizisten und das wird durch die Sicherheitsgefühlnote gestoppt. Also kriegen wir eine täterfeindliche Polizei und nicht eine täterfreundliche Polizei, wie wir sie jetzt haben. Ne? So, ja, das heißt also, wir brauchen den ganzen Quatsch mit dem Waffentragen nicht, denn wir werden wieder friedlich und wir werden wieder kriminalitätsfrei. Und ja, also das heißt, wir brauchen das alles nicht. Also was Dr. Krall vorschlägt, ist also naturwissenschaftlich gesehen grober Unfug. Ne? So. Und das, was er noch sagt, dass Dr. Markus Krall sagt dann noch, die Waffen sind nötig, um vor dem übergriffigen Staat zu schützen. Ja, aber den übergriffigen Staat gibt es nicht mehr. Denn nach der Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme habe ich ja gezeigt, dass der Staat genauso wie die Wirtschaft ein Diener der Menschen ist. Denn kein Staat kann dann noch jemals gewählt werden, sozusagen, hat einfach keine Chance zu überleben im Wettbewerb zwischen den Parteien. Also keine Regierungskoalition wird jemals noch gewählt werden, wenn sie in irgendeiner Weise die Wohlfühlnoten und die Gesundheitsdaten der jeweiligen Bevölkerungsteile verschlechtert. Dann wird sie einfach nicht mehr gewählt. Also den übergriffigen Staat gibt es also dann auch nicht mehr. Also brauche ich auch da keine Waffen. Ne? So. Dann, damit habe ich die Evolution der Kriminalität geklärt und der Tyrannei. Übrigens, ach so, diese Revoluzzer und Tyrannen, ich habe ja schon gesagt, das sind Verbrecher. Die sind ja auch nur entstanden, weil eben, wie gesagt, da sie aus der Liebe ihrer Kommune herausgefallen sind, haben sie sich abgespalten und sind dann eben auch Revoluzzer geworden und Kriminelle dieser Art geworden. Also das heißt, auch das wird es ja dann auch nicht mehr geben. Ja? So. Ja, dann machen wir uns nochmal klar, was wir vielleicht noch nicht so, manche noch nicht so klar sehen. Das ist also genau genommen, stehen wir naturwissenschaftlich vor der Entscheidung, entweder wir schaffen den Tauschhandel ab, den freien sozialen Markt völlig ab. Dann haben wir das Problem, dass wir die Vorteile durch Arbeitsteilung und die Vorteile durch den Tauschhandel nicht mehr nutzen können. Aber wir haben auch die Nachteile nicht mehr. Deswegen heißt es, entweder Handel abschaffen oder ihn lenken. Und die zweiten Scientists for Future 2 lenken mit der Wohlfühlnotenwahlstimme und der Sicherheitsgefühl Wahlstimme oder Notenwahlstimme, lenken sie den Handel und den Markt, anstatt, das ist kein freier soziale Marktwirtschaft mehr, sondern ein gelenktes System. Ja? Von mir aus auch ein ideal planwirtschaftliches System, weil wie gesagt, es gab ja noch nie eine echte Planwirtschaft, es gab Stümpereien, ja, aber keine echte Planwirtschaft. Ja? So, jetzt lese ich mal weiter zügig. Auch alle Probleme der Politik verschwinden ganz von selbst, wie ich gezeigt habe. Lobbyismus hört auf, habe ich gezeigt. Und die Wohlfühlnotenwahlstimme und die Gesundheitsdaten der Kommune, des Landes und der BRD werden kontinuierlich veröffentlicht. Dadurch werden die regierenden Parteien
interessiert an innovativen, kompetenten Reformerinnen. Und da das höhere Gehalt dann, das ist der einzig sinnvolle Vorschlag von Dr. Markus Krallt, dann möglich ist, werden auch gute Manager in die Politik reingeholt und die werden dann auch wirklich gewollt erstmals. Ne? So, es gab noch keinen Sozialismus, das habe ich auch schon erklärt, es gab noch keinen Sozialismus, Kommunismus und es gab auch noch keine echte Planwirtschaft, höchstens eine Stümperei, die den Namen Planwirtschaft nicht verdient, schlechter Plan. Es gab bisher eben nur Tyrannen, das habe ich auch schon gezeigt, es gab nur Tyrannen, Mörder, Diktatoren, die diese Worte missbraucht haben, die die Worte Sozialismus, Kommunismus und Planwirtschaft missbraucht haben, um die Massen hinter sich zu bekommen und in falschen Hoffnungen zu wiegen und um sie dann besser, umso besser abzocken zu können. Ja? Ja, die Frage ist halt, die sich jetzt stellt, ist Fridays for Future auch jetzt gerade auf diesem Irrweg? Sind die, lehnen die den Kohlestopp 2026, zweiten Scientists for Future 2 nur deswegen ab, obwohl sie die ganze Zeit schreien sie nach einem früheren Kohlestopp und jetzt kriegen sie den Kohlestopp 2026 angeboten und den 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan fürs Klima kriegen sie schon seit einem Dreivierteljahr angeboten und lehnen den ab, weil sie vielleicht auf dem Irrweg sind, dass sie gerne Tyrannen, selber Tyrannen und Mörder und Raubmörder werden wollen. Ja, das kann sein. Also ich kann es nicht ausschließen. Erklärt es mir, was stimmt nicht mit Fridays for Future und Greta Thunberg? Ja, das ist das große Rätsel. Müssen wir demnächst mal ein extra Video machen. Ja, dann hat Krall natürlich vollkommen recht, dass wir das Bargeld behalten müssen. Ja, aber alles, was unproblematisch ist, sollten wir mit der Krankenversicherungseinkaufskarte bezahlen. Also wir entscheiden selber, was bezahlen wir in Zukunft mit der Krankenversicherungseinkaufskarte? Das, was der Staat wissen kann, auch es wird sowieso alles anonymisiert, es wird alles nur noch auf Zahlen gemacht, es wird sowieso nicht möglich sein, das mit meiner Person zu verbinden, aber sagen wir mal so, wenn jetzt jemand zu einer Prostituierten geht, dann will er garantiert nicht auf seiner Krankenversicherungseinkaufskarte drauf haben, auch wenn das noch so sehr anonymisiert ist, möchte er nicht, dass er auch nur die geringste Gefahr besteht, dass irgendjemand erfährt, dass er zu einer Prostituierten gegangen ist. Denn noch sind wir eine verklemmte Gesellschaft und in einer verklemmten Gesellschaft möchte man nicht, dass das andere erfahren, sozusagen. Ja? Also solche Dinge oder Kauf von Kondomen von mir aus, na, das würde ich dann macht man dann halt mit Bargeld und alles andere kauft man mit der Krankenversicherungseinkaufskarte. Ob ich nun eine Kohlrabi kaufe und die dann entweder mit Glyphosat verseucht ist oder nicht, ja, da will ich doch wissen, da will ich doch, dass das ausgewertet ist, mein Lebensmittelhändler mir nutzt oder nicht. Und da will ich doch, dass das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden so viel wie möglich Daten bekommt und so weiter. Ja? Also das heißt, also kein Problem, also alles Normale kaufen wir mit der Krankenversicherungseinkaufskarte, bezahlen das, damit die Daten ausgewertet werden können und dann mich schädigende Betriebe gestoppt werden können. Ja, und also wir behalten aber trotzdem das Bargeld bei. Ja, denn solange unsere Welt noch so krank ist, wie sie ist, wären uns manche Dinge peinlich und die können wir dann im Geheimen machen durch das Bargeld. Ne? So, weiter geht's mit. Ja, also ich habe es ja schon erklärt, woher kommen die Tyrannen? Auch durch den Liebesverlust, den die freie soziale Marktwirtschaft erzeugt hat. Also Dr. Markus Krall würde also noch mehr Liebesverlust erzeugen, dadurch noch mehr Tyrannengefahr, noch mehr Verbrechergefahr und noch mehr Räuber und Diebe und Verbrechergefahr erzeugen. Also er ist auf dem völligen Holzwege. Jetzt kommt der Schlusssatz für heute. Richtige Freiheit
ist also nur so möglich, nämlich durch die Abschaffung der freien sozialen Marktwirtschaft. Die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, die er uns richtig aufpressen will, die er uns verordnen will, die er uns überstülpen will, die er uns aufoktroyieren will, seine geliebte freie soziale Marktwirtschaft, die zerstört Maximalfreiheit. Denn ich habe das ja erklärt. Ja, also was gibt es eine größere Freiheitszerstörung als die, dass zum Beispiel hier der Händler sagt, ja, lebt doch euer lustvolles Liebes- und Kommunenleben und der verkauft, wir werden nicht konsumsüchtig und kaufen nicht viel und der sagt, nein, euer Liebesleben ist schrecklich, das ist eklig, widerlich und unkeusch und so weiter, hört auf und kauft meine Kleidung und so weiter und so weiter und der verkauft dann auch viele Süßigkeiten, Schokolade, Alkohol und Zigaretten, weil die Leute ja dann den Liebesmangel irgendwie ausgleichen müssen durch Konsumsucht, ja, und so weiter. Also das heißt, die größte Freiheitseinschränkung liefert die freie soziale Marktwirtschaft. Also es gibt nichts Freiheitszerstörenderes als die freie soziale Marktwirtschaft. Hiermit habe ich also immer noch mal, ich werde noch viele Videos über Dr. Markus Krall machen, weil er so gefährlich ist, weil die Leute vielleicht die Gefahr seiner Ideologie unterschätzen könnten. Ja, also gegen die Links, auf die Linksextremen werden wir nicht mehr reinfallen, auf die Rechtsextremen wird niemand mehr reinfallen. Aber so jemand wie Dr. Markus Krall ist richtig gefährlich, weil sich viele Leute von ihm blenden lassen. Er hat zigtausende von Klicks im Internet. Also gegen diese Gefahr müssen wir noch viele Videos machen, ne? Ah ja, also ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt mit diesen vier Videos und tschüssi.